Hier in der Weltenburger Enge ist schon Frühling. Zugegeben, es sieht auf den ersten Blick nicht danach aus, aber die Uhus sind hier schon mächtig in Flirtlaune. Genau diese Flirtrufe will Daniel Meyer heute zum ersten Mal hören. Mit dabei rund 20 Freiwillige mit Lauscher. Was sind Ihre Erwartungen? Dass ich diese drei erhofften Uhu-Paare auf jeden Fall höre und vielleicht, dass noch ein viertes Paar mit dabei ist. Die Teilnehmer werden in Gruppen aufgeteilt. Daniel ist mit Gebietsbetreuerin Franziska Jäger unterwegs. Sie kennt hier jeden Stein und jedes Uhu-Liebesnest. Jedes Jahr im Winter, wenn es eigentlich richtig kalt ist, treffen wir uns zum sogenannten Uhu-Verhör. Das heißt, an verschiedenen Horchposten stehen die Leute und schauen dann genau auf die Uhr, wenn die Uhus rufen, sodass wir sagen können, im Endeffekt, da ruft ein Männchen, da ruft ein Weibchen oder da ist auch schon ein Pärchen. Das ist ganz wichtig eigentlich für den Sommer. Ja, wenn die Uhu-Junge dann da sind, dass wir genau wissen, wo dürfen Maßnahmen stattfinden und wo nicht oder halt erst später. Der Abend bricht an. Jetzt schalten die Uhus auf Flirtmodus. Auch wenn man sie nicht sieht, hören kann man sie auf alle Fälle. Kannst du es beschreiben? Ich höre ein kurzer, lauter Huh-Ruf. Es verwechseln immer viele Leute den Uhu mit dem Waldkauz. Der Uhu macht wirklich nur ein kurzes Huh. Beim Uhu-Lauschen kommt es nicht nur auf die Laute an, sondern auch auf den Rhythmus. Den Uhu-Frühling hat Daniel an diesem Tag nicht hören können. Nach knapp 1,5 Stunden ist das Lauschen vorbei und die Teilnehmer werten ihre Uhu-Rufe aus. Daniel ist zufrieden. Je mehr man weiß über so eine Art, desto mehr achtet man auch drauf. Und ich weiß genau, dass wenn ich das nächste Mal draußen sitze, dass ich dann speziell auf den Uhu höre. Und wenn der Uhu-Frühling erfolgreich war, kann Daniel im Sommer den Nachwuchs erlauschen.